Das ist natürlich nice. Neue Outfits sind immer gerne gesehen hier in diesem Spiel. Was haben wir da? Das müssen wir uns mal genauer ansehen, glaube ich. Lord, have mercy. We must stay focused, brothers. We must stay focused. Wir interessieren uns natürlich nur für die Rüstungswerte von Blauer Sturm. Ich sehe schon, die Rüstungswerte sind hervorragend. Ausgezeichneten Schutz bietet diese neue Uniform. Und genau deswegen habe ich keine Freundin. I am dead inside. Das war ein bisschen anstrengend. Hauptsache, das hat sich gelohnt. Jesus Maria. Das nenne ich mal einen fetten Hoshi. That's what she said. Boah, 142 Kilo. Der wiegt ja einfach mal doppelt so viel wie ich. Oh, endlich haben wir die Animation mal gekriegt. Ihr habt den, glaube ich, schon dreimal gefangen oder so, aber nie eine Animation gehabt. Wie hält da die Angel? Guckt euch das Monstrum an. Sie zündet einfach den Urknall. Die schreit hier rum wie diese Frauen beim Tennisturnier, wenn sie Aufschlag haben. Apropos Aufschlag, die haben wir aber auseinandergeschlagen, Leute. Machen wir das Wesen hier auch noch frisch. Dann sparen wir uns den Rest für später. Was ist das? Kann man da rein? Easy. Oh, der war... ihr Assis. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr gefühlt jede Sidequest schon gemacht habt, bevor ihr die Hauptquest macht und dann 30 Stunden später bei der Hauptquest weitermacht und einfach komplett überlevelt und todestark seid? So, dass der Boss überhaupt keine Chance hat. Genauso fühlt sich das hier gerade an. Ich meine, den haben wir hier schon mal besiegt. Aber da haben wir noch nicht mal ansatzweise so viele Fähigkeiten. Und der Arme, der wird ja komplett auseinandergenommen hier. Aber ich zeige kein Mitleid. Wow. Gut, dass hier so random in der Wüste ein Getränkeautomat steht. Denn ich könnte tatsächlich was gebrauchen. Yeah! Bayern Hefeweißbier. Saufen, Beste. Lüge. What? Einfach ein Reifen? Gut, dass ich noch keinen Sommerreifen habe. Den könnte ich gebrauchen. So, mal sehen, was uns jetzt wieder entgegengeworfen wird. Was zum Teufel ist das denn? Also, ich kenne ja den Begriff Gesicht, aber Handgesicht weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist es das Facepalm-Monster. Weil er sich immer genau 5 Flossen in die Fresse klatscht die ganze Zeit. Wie lebt das? Kann er überhaupt sehen? Hat der Augen? Ich bin so verwirrt. Wie kann sowas leben? Oh. Er ist schon ganz schön hart, was der für Angriffe drauf hat. Muss ich ihn lasten? Aber wir sind ja auch nicht von schlechten Eltern. Ja. Und solange man das blocken kann, ja. Und wir die Beta-Fähigkeiten haben, holzen wir hier ein bisschen noch ab und dann holzen wir den hier mal aus dem Leben. Jawohl, oder? Ist er? Ja, doch. Schönes Ding. Ey, du bist seit 3 Minuten tot, jetzt muss er auch nicht mehr rumzucken hier. Oder vielleicht sogar die Leiche eines Engels. Das wäre wie ein Lottogewinn. He, he, he. Was zum Teufel hast du mit der Leiche vor, Junge? Ich hab einfach keinen Bock auf die... Bock. Surprise! Und jetzt weiß ich auch warum. Ich hasse diese Horrorabschnitte. Ich will das nicht. Ja, also wenn das keine Falle ist, dann habe ich auch keine Glatze. Das ist so sicher eine Falle, wie das Amen in der Kirche kommt. Was passiert? Bricht das Glas ein? Ah, Laserstrahlen. Was auch sonst. Wow. Ich denke mir halt immer, wie OP sind diese Laserschranken. Die könnte ich mit Leichtigkeit in 2 Teile schneiden. Aber das wird so ineffektiv genutzt hier immer. Die lassen einen Strahl rumlaufen. Die könnten einfach eine Wand daraus bauen und ich hätte keine Chance. Die würden mich wegwürfeln. Aber die lassen nur einen Strahl laufen. Was ist das? Sind die alle dumm oder was? That escalated quickly. Jetzt wird's kritisch ohne Schwert. Ich hoffe einfach, wir haben genug Munition. Weil der Flur ist voller Monster. Fangen wir mal an. Mit den leichten Geschossen. Und mit leicht meine ich, ey, mach euch alle platt mit Raketenwerfer.
Das war's schon? Ist ja chillig. Oh, da geht die zweite Tür auf. Oh mein Gott. Ich nehme alles zurück. Ich glaube nicht, dass ich genug Munition verlaufe. Ich glaube, die Munition habe ich noch nicht mal benutzt. Ach, die muss man aufladen. Oh mein Gott. Yeah. Oh. Einfach ein Laserstrahl. Oh. Das ist ja heftig, das Viech. Da können die mit ihren Schildern auch gar nichts machen. Geil. Was zum Teufel? Hat die da so einen Schwanz hinten dran? Hier wird wirklich jeder Fetisch bedient. Hut ab. Das ist ein bisschen windig hier im Kanal, wa? Aber dank drei Wettertaft hält die Frisur. Kommen wir da aber weiter? Oh, wow, 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 wow. Oh, oh. Was ist denn das schon wieder verfallen? Wer baut sowas immer? Müssen wir hier weiter? Link. Hoch, hoch, schneller! Oh. Jetzt passe ich auf jeden Fall in jedes Kleid rein. I like you a lot.